So, hallo Freunde, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Arosasee, mein Lieblingssee, schwieriger See, das habe ich schon gesagt in meinen alten Videos. Warum sind wir heute hier? Erstens Saisonabschluss und zweiter Grund, vor ein paar Tagen hat es geschneit. Wir haben Mitte September und es ist alles voll mit Schnee und ich liebe Schnee. Ich liebe Regen, ich liebe eigentlich alles. Aber auf jeden Fall ein Schneefischen im September, das ist Premiere, und aber obwohl das ist normal in den Bergen ist. Diesen Moment wollte ich nicht verpassen und deswegen sind wir heute da. Wir sind abends da, ich habe keine Angst, wir fangen Fische, weil wir fischen mit Glows. Glows, das ist eine Waffe, wenn es Dämmerung wird, und da werden wir auf jeden Fall Fische fangen. Wir haben schon angefangen, wir haben ein paar Bisse gehabt, wir haben schon ein paar Fische gefangen. Es geht weiter, ich habe alles aufgenommen, zeige ich euch. Und wir warten jetzt ein bisschen Dämmerung, Sonne geht runter. Und jetzt holen wir richtige Waffen raus, das sind unsere Glows. Und da bin ich jetzt wirklich gespannt, auf welche Farbe die wirklich beißen. Letztes Mal war gelb, ich bin immer noch beim Gelb, werde ich probieren, andere Farbe noch, grün oder pink, mal schauen. Aber auf jeden Fall mache ich erstmal mit Gelb und dann sehen wir, ob Fische dann auf Gelb in Dämmerung aktiv sind. So, dann fangen wir mal an, ne? Herbstfischen im Schnee. So. Für dich. So, zweite Köder. Probieren wir mit Iris. Nein, ich nehme Glow. 3,8 Gramm Kaketka. Erster Fisch für heute, perfekt. Ganz schwacher Biss, vorsichtig nachgeholt und genommen. Aber gut, erster Fisch. So schlecht ist sie nicht. Eine wunderschöne Forelle. Schöne Größe. Richtig geil. Mit Spoon, Kaketka Glow. Immer geil. Links nicht immer in einem Platz, weil die Bachforellen, die sind Jäger, weißt du? Mach immer sauber, dann fahr. Wir haben so papa, verschiedene Strecken Richtung Ente, dort in der Ecke stehen die auch immer. Oh, siehst du, da werfen, guck mal, das ist gesprungen. Wirf da, gleich bekomme ich Biss, guck mal. So.
Und der nächste, verloren. Ah, geile Biss gewesen. Springen gesehen, dann ist sie direkt gebissen. Mega. Also, Spoon Glow, die sind mega geil. Die fangen richtig gut, wenn Sonne scheint und auch im Dunkel. Also, es ist der absolute Favorit von mir. Glows fangen immer und überall. So, nächster Fisch. Schön. Nächste Bachforelle. Wieder auf orangene Farbe. Übrigens, orangene Farbe funktioniert hier richtig, richtig gut. Also hier ist der Spoon. Und hier ist Fisch. Schön. Fisch? Ja. Langsam. Ist noch dran. So, und nächster Fisch. Perfekt. Läuft, hä? Wenn man See kennt, einen Köder kennt, dann kann man auch Fische fangen. Solche wunderschöne Fische. Hammer, hammer geil. Wunderschöne Forelle im Schnee. Mega. Ja, jetzt Fisch für mich. Endlich mal. Die nehmen ganz, ganz vorsichtig. Na gut, ich fische auch heute mit Mono. Bissübertragung ist dann etwas langsamer. Deswegen fühlt sich das so an. Aber Fisch ist nicht schlecht. Kämpft gut. Konstantin, Vorsicht. Ja, die war richtig gut. Die war richtig, richtig gut. Zu schnell. Ja, ja. Ganz wieder schwach gebissen. Also ich muss wirklich nachschlagen. Fische bleiben nicht hängen. Eine kleine. Mitte September. Wir haben schon 30 cm Schnee hier. Cool, oder? Ein Nachläufer gewesen. Hier vorne. Eigentlich müssen wir es mit zweiter Route mit Gummi probieren. Ah, ja, danke. Hier ist sehr, sehr flach. Wirklich vielleicht bis zum Knie nur. Und ich habe Spoon 3,6 Gramm. Und vermute, sie ist ein bisschen zu schnell. Deswegen werde ich jetzt wechseln auf einen Spoon, was wirklich leichter ist. Vielleicht Kaketka. Bleibe ich bei Kaketka, aber halt leichter in 2,6 Gramm. Was Gelbes. Das ist Koi-Farbe. Probieren wir. Oh, yes. Endlich mal Biss. Nach längerer Zeit. Oh, das ist ein schöner Fisch. Die ist nicht schlecht. Mein Plan hat funktioniert. Einen kleineren Spoon drauf und ja, dann richtig eingesaugt. Mega.
schöne Bachforelle. So, und nächster Fisch. Da in Dämmerung, sage ich doch, sobald Sonne weg ist, werden die kommen. Schöne Forelle. Perfekt. Was für eine geile Fisch, oder? Schau dir das mal an. Schöne Größe, mega. Ah, doch, doch, sitzt. Ich habe die kommen sehen und doch gebissen. Ja, mit Monoschnur muss man sich immer gewöhnen. Ah? Ja, ich habe auch. Ich muss erst mal meine rausholen. So, zwei Bisse. Bei mir, bei meinem Junior. Geil. So, ich wollte noch ausprobieren, orangenen Spoon, weil es ist doch nicht so dunkel ist. Und Glow sieht man noch nicht. Und das hat funktioniert. Ja, geil. Was für ein schöner Fisch. Was für eine schöne Farbe. Das ist doch einfach geil. Was für ein geiler Sonnenuntergang. Das ist einfach Wahnsinn. So, hier fischen, das ist einfach hammergeil. Richtig coole Kulisse hier. Ja, hammergeil. Ah nein, hab die verloren. Ah, richtig guter Biss gewesen. Ah Mann. Naja, kann man nichts machen. So Leute, Angeltag ist vorbei. Wir gehen nach Hause, weil es ist doch kalt geworden. Es ist richtig kalt. Habe ich nicht gedacht, dass es so sein wird. Uns fehlen vielleicht ein, zwei Fische bis zum volle Karte. Aber ist egal. Trotzdem war ein richtig guter Tag. Wir haben Fische gefangen, ihr habt ja gesehen. Und, aber jetzt müssen wir wirklich abbrechen. Wir gehen ein bisschen früher, als wir geplant haben. Wir haben sehr viel Fischkontakt gehabt und wenn wir hier zurückkommen, werden wir das auf jeden Fall nächstes Mal nachholen. Ich danke euch für Einschalten und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.